schon gerade was zu trinken, wie scheiße. Ich sehe sofort den Supermarkt. Und der Grafikfehler beehrt mich. Das ist schlecht. Also, entweder habe ich gerade einen Schuss gehört oder. Ein Zombie, natürlich. Die haben wir inzwischen sonst nicht mehr zu tun. Ah, scheiße, ich brauche eine Wasserstelle, Alter. Ich habe gerade mal auf der Karte gesucht. Ich habe nämlich eine ausgedruckte Karte von... Ah, dieser... Da ist so wichtige Sachen verzeichnet, wie so eine Wasser... Also so eine Brunnen da, oder... Stell dir mal vor, in diesem Supermarkt gab es Feuerholz zum Ausverkauf. Geil, gratis, wa? Ah! Ein Typ mit einer AK! Was? Verdammt! Scheiß, jetzt nicht ernsthaft, oder? Nein, ich freue mich. Ich hab grad ein Wildschwein gefunden, aber ich hoffe, das verreckt. Gut, ich wurde gerade in der Straße. Ich habe keine Muni mehr für meinen M19. Wisst ihr, man kann DayZ als ein sozialwissenschaftliches Experiment ansehen. Die Leute, die einen erschießen, werden auch in der Realität erschießen, also meidet solche Leute. Wenn ihr euren besten Freund oder Freund habt, der in DayZ gerne Leute abknallt, vertraut ihm auf keinen Fall in der Zombie-Apokalypse. Hätte ich auch nicht vor. Also, ich vertraue dir auch nicht. Ja, wollte ich mal sagen, ich vertraue mir niemals. Zumindest jetzt nicht mehr. So, jetzt erstmal schön Axt nachladen mit einem Magazin und das Wildschwein töten. Stirb. So. Wollen wir wetten, jetzt bin ich wohl ein Kamenka? Ja. Ich bin so blöd. Bin so richtig dolle blöd. Ich hab, glaube ich, gerade meine Lee Enfield verloren. Lol. Wieso bin ich jetzt gerade gespawnt mit einem Knochenbruch und schwerem Blutverlust? Ich glaube, der Typ hat dir irgend so ein Epi-Pen oder sowas gegeben, keine Ahnung. Nee, der hat mich ja getötet, das hätte ja nicht Sherlock Wars Kilt gestanden. Aber ich bin gerade einfach, ich bin gespawnt. Und plötzlich stehe ich wieder da und kippe um. Mit Knochenbruch, schweren Blutverlust. Und ich bin gerade wieder am Verrecken übrigens. So, ich habe gerade 4 Steaks von einem Wildschwein geholt. Das Problem ist jetzt nur, ich habe meine Lee Enfield verlegt. Sie jetzt irgendwie wiederfinden. Scheiße, ist die weg? Oh ne, das darf jetzt auch nicht sein. Nee, ich kann eigentlich schon auf Respawn drücken, aber irgendwie funktioniert das nicht. Wurde disabled. Alter, das gibt's doch nicht. Och nee, Junge. Nee, ich kann ja nicht mal das Menü öffnen, weil ich den Knochen brauche, weil ich gerade bewusstlos bin. Oh, das ja, kotzt mich jetzt schon an. Da war sie. Fuck. Die liegt hier irgendwo im Gras drin, Mensch. Hätte ich die nicht auf der Straße ablegen können. Da ist er. Ich hab's. Das regt mich gerade so leicht auf, dass es solche Leute gibt. Tja, kannst du auch nichts dran ändern. Doch, solche Leute gehören an die Wand. Fertig. Was für eine Wand? Sie richten auch andere Leute hin, also was wollen sie denn erwarten von anderen? Weil der Typ hat einen absoluten Anfänger erschossen. Ich weiß nicht, was der Sinn daran ist. Ja, manche Banditen machen sich da einen Spaß draus. Oh, scheiße. War der Schuss gerade bei dir? Nein. Wie schon gesagt, ich leg in Kamenka. Irgendwas hat gerade eben auf mich geschossen. Und ich weiß nicht, woher das kam oder ob das auf mich gerichtet war. War es ein lauter Schuss oder ein Pistolenschuss? Es hört sich so an wie so ein, ja. So ein bisschen wie so ein Sniper-Schuss, keine Ahnung, so ein Mix, da unten ist ein Überlebender. Da könnt ihr eine DRM haben, damit kann er dich one-hitten, wenn er will. Ich kann auch mit der Lee Enfield one-hitten. Ich glaube, der sieht mich. Ah, bei Menschen funktioniert das nicht. Wiffleman. Wiffleman heißt, ist ja kein Überlebender mehr, ist ja irgendein spezieller Typ. Eigentlich nicht. Das müsste ein Typ sein. Hat er eine Waffe? Naja, irgendwas hat gerade um mich geschossen. Also vermute ich mal, dass er es war, weil ich ihn gerade gesehen habe. Das ist ein Zombie. Der hat sich irgendwo hier hinterm Baum verkrochen oder sowas.
Scheiße, Mann. Ich finde es schade, dass man, dass die den Global Chat rausgenommen haben, weil man dann die Leute nicht mehr zuflamen kann, die einen gerade getötet haben. Das ist eigentlich relativ rille, weil den meisten geht das ziemlich doll am Arsch vorbei, weißt du das? Und wo bin ich? Ein Krutoi Cup. Gesundheit, wo? Ach, da! Ich weiß, wo du bist. Ja, ich auch. Kurz vor. Das war, glaube ich, kurz vor Tschernobyl. Nee, das ist. Kurz vor Elektro. Das ist aber nicht kurz vor, das ist noch ein Stückchen hin. Also musst noch ein Dorf durchziehen und dann bist du an Elektro. Auch zumindest etwas. Aber da bist du genau am anderen Ende von mir. Also, ich darf also nicht von dem anderen Spieler. Also du warst auf dem Weg nach Tschernobyl. Ja, ja. Ich bin eigentlich auch schon fast mitten in der Pampa, also ich bin schon stadtauswärts. So viel weiß ich. Aber rauskommen willst du auch nicht mehr, oder? Also zurückkommen. Doch, aber ich suche gerade hier nach dem anderen Spieler. Ich bin so gerade ein bisschen drauf versessen. Warte mal, ich frag mal. Das würde ich nicht empfehlen. Warum? War so eine Frage, hat der Typ schwarze Kleidung oder sowas? Oh, fuck, da steht er. Hat der Typ schwarze Kleidung oder sowas? Survivor, es ist jetzt auf einmal blaue. Blau? Ich gebe mir Headshot, oder? Soll ich? Mir ist es scheißegal, was du tust. Komm, mach mal. Ha! War das dieser Maus? Jo. Oh Gott. One hit. Mit der Lee. Na, wenn du den Kopfschuss schaffst, ja. Ja, der ist auch stehen geblieben. Der ist stehen geblieben und hat sich umgeguckt. Ey, der hat eine Alice Pack. Geil. Das Laufen ist hoffentlich gerade bei dir, oder? Ja. Ich drehe mal meine Boxenweise. Ist es immer noch zu hören? Ja. Gut, dann kann jetzt, ich uns. Jetzt geht's. Scheiße, wie kann man das so ein Zeug aus seiner Tasche rauswerfen? Machst links drauf und drückst unten auf Drop. Wieso willst du den Zeug aus deinem Rucksack rauswerfen? Weil ich einen besseren Rucksack gefunden habe. Ja, das weiß ich jetzt auch. Alter, der hat eine Sniper dabei, tatsächlich. DMR. Super. Eine DMR hat er. Und du drei Magazine. Ja, das ist das beste Scharfschützengewehr. Da war schon in der Militärbasis. Fähig. Der hat auch Benzinkanister dabei gehabt. Ja, der war bestimmt schon in der Militärbasis. Aber eine Karte hat er noch nicht. Bitte was? Eine Karte hat er noch nicht. Oh, der hat aber ordentlich was dabei. Toolbox hat er auch dabei. Ich habe das Spiel noch nie erreicht, zum Airfield zu kommen. Zu welchen? Es gibt viele. Nein, die Hauptbasis. Also Militär. Das hat Militär. Ja, der hat auch ordentlich Makarov-Magazine, ne? Schön. Der hat auch ein Bloodpack dabei. Aha. Ich regen gerade diese hässlichen Texturen der Charaktere auf. Ich schraub mal kurz. Und. Jetzt bräuchte ich nur noch Holz. Ich kann die auch Feuer und alles machen. Alter, wie geil! Wie geil ist das denn? Jetzt brauche ich nur ein Nachtsichtgerät und ich bin perfekt ausgerüstet. Ja, nur hier, eine Karte bräuchte ich auch noch. Ich werde schon voll anspruchsvoll. Hat er irgendeinen Anzug oder sowas dabei gehabt? Nö. So einen Anzug hat er leider nicht dabei gehabt. Das wäre jetzt natürlich noch richtig geil gewesen. Aber ich glaube, ich sollte mich am schleunigst aus dem Staub machen. Der wird wahrscheinlich versuchen, gleich wieder herzukommen. Vor allem jetzt habe ich. Ich hatte ja mal so ein Bandit mit der PP19 erschossen. Warte mal, kann man seine Lee Infield nicht irgendwo reinlegen oder sowas? Geht das gar nicht? Na, lass einfach fallen. Doch, tatsächlich, ich kann ihn im Rucksack reinlegen. Ja, achso, meinst du das? Ja, aber die verbraucht übelst Platz. Ich weiß, aber ich würde sie trotzdem gerne mitnehmen. Der Typ wird sich jetzt wahrscheinlich übelst aufregen. Ja. Aber dass er sich auch hinstellt und da überall rumguckt, weißt du? Das ist dann aber auch seine Schuld. Wo heutzutage noch umgucken dürfen, meinst du? Jetzt bin ich allerdings ein Bandit, war, weil ich den ausgebeutet habe, oder?
Wie ist denn deine Humanity? 513. Wow, du hast 2000 Humanity Files. Herzlichen Glückwunsch. Fähig. Bei dem nächsten Respawn kann es sein, dass du Banditenkleidung trägst. Das ist schön. Letztens, ja, wollte ich nämlich sagen. Letztens habe ich einen Banditen gesehen, der sah aus wie so ein Al-Qaida-Terrorist. Der hatte übelst nur schwarze und dunkle Kleidung an und Kopftücher um den Kopf gewickelt. Ist doch cool. Stylisch. Ja, er sah schon stylisch aus, aber das war nun mal das Letzte, was ich gesehen habe, als er mich erschossen hat. Geil. Aber ich muss mich jetzt wirklich langsam aus dem Staub machen. Kannst du zu Elektro zurückkehren, dann kann ich dich wenigstens treffen. Ey. Ich hau mal das Fleisch raus und hol mir nochmal die Infield-Magazine rein. Alter, wenn er mich jetzt erwischt und eine Waffe bei sich hat, da habe ich so Arschkarte. Was ist eigentlich die Stannak? Die was? Stannak-Munition. Für was? Keine Ahnung, deshalb frage ich mich ja. Ach, ist jetzt auch, ja, ich habe hier noch geplündert. Ich mache jetzt los. Bist du ein Arsch? Ich wette, der Typ hätte dich auch abgeknallt. Ja, weil der hat einen Sniper dabei, der ist garantiert auf Jagd gewesen. Ja, das, welche Waffe der trägt, hat ja keine Auswirkungen. Naja, weil doch, also ich denke mal, mit einer Sniper macht man schon gerne Jagd auf andere. Ich würde meinen Spaß an den Zombies auslassen, ja, wenn es Munition zulässt. Ja. Bist du schon in Elektro drin, ne? Nein. Oder nur in Das war doch das Dorf mit dem Steinbruch, wa? Ja. Oh, Elektro, wenn ich Glück habe, steht der Laster vielleicht da. Moment mal, da bist du? Ja. Ja gut, also ich leg mich dann jetzt gleich erstmal hin und gehe dann Abendbrot futtern, dauert ja nicht lange. Und hier und ich den gleichen Fehler wie ich und leg dich an dem Strand hin. Nee, ich leg mich hier gerade hinter den Baum ins Gras. Obwohl, der sucht da vielleicht. Ich muss gucken, wo ich mich lege, aber auf jeden Fall irgendwo in Wald. Oder du machst einen spontanen Disconnect. Ja, das kann ich auch machen. Stimmt, dann krieg ich keinen Durst und alles. Ah, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal beim 2Gamers Channel. Yep, bis gleich, Basti.